Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stoneshard. Wir sind jetzt hier im Fichtenwald und rennen einem Elch hinterher. Müssen aber noch kurz was essen. Käse, der schimmelt schon bald. So, ich tue ein bisschen noch überlocken, aber es geht leider nicht. Deshalb, oh. Schachtelheim. Ist hier jemand? Ist gar nicht. Okay. Wir brauchen dein Fell leider. Doch, hier ist jemand jetzt. Ein Bär. Bär, kannst du mal kurz dem helfen? Er hilft! Knacken, ein Glas, ein Stundenglas. Er ist zu dick. Er ist zu dick und verwirrt. Schau mal, wer da ist. Ja, Großmutter. Oh, da ist er ja wieder. Schade, ich kann nicht mehr erwischen. Hey, hallo. Okay. Ja, das tut nicht so gut, ein Meeting mit einem Bär. Ja, der Bär ist ja mega aggro. Jo, und jetzt bin ich mal weg. Okay, er kommt nicht nach. Sehr gut. Ja, ich gehe lieber mal kurz verkaufen. Aber ich bin glücklich. Ich bin optimiert. Ja, das ist klar. Aber ich finde jetzt gerade das Ding nicht. Das Dorf. Das ist wieder irgendwo ein Bug oder so. Eigentlich sind wir einmal im Viereck gegangen und hier muss eigentlich das Dorf, also da rechts oben, das Dorf sein. Ja gut, schaffen wir es nach Hause? Ja, mit einem Leder oder... Ja, wir haben zu wenig Platz. Machen wir mal nicht. Wenn hier das Dorf ist? Nicht? Hä, das ist die Wiese? Doch, es ist das Dorf, okay. Ja, irgendwie ist es ein bisschen... Oder sind wir drei nach oben gegangen? Gar nicht, oder? Komisch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, diese Hütte hat keinen Eingang. Ja. Oh. Das Spiel macht mich fertig. So sind Hirsche feindlich. Das macht keinen Sinn. Ja. Schaust du so? Hey. Was verkaufst du? Ja, Suppe. Ne, lieber nicht. Bauerntopf, das ist nicht meine Qualität. Ja, dann durchsuche ich kurz dein Haus. Ich bin von der Polizei. Ich hab Hausdurchsuche. Nix. Tschüss, du bist arm. Du bist einfach viel zu arm. Kleine Bauersfrau, du Schmiedefrau eher. Schauen wir mal. 35, 46, 35. Jetzt bei dem anderen, ob das irgendwie ein bisschen mehr gibt. Aber lauf mal ein bisschen mehr. Genau dorthin, wo ich auch will. Ja, da gibt mehr. So, die Kiefenkappe 2 und 25 Stunden. Das ist okay.
Gehen wir mal in den Markt. Du brauchst den PC. Du hast Pilze. Darf ich den Knoblauch? Es gibt sicher, es gibt ja die, haben wir ja gesagt, irgendwie von Vampiren geredet. Ich glaube, ich muss Knoblauch dabei haben, immer. Als eine Art Challenge, ein Knoblauch im Winter haben. Eine Wurst, die aussieht wie eine Leiche oder so, das Leichensack. Ich möchte schon gern Fleisch und das Braten. Okay, immerhin. Schilde, Schilde. Brezel 24, das ist ein bisschen teurer. Goldring. Ja, das ist das Spiritus, okay. Ja, was soll ich jetzt machen? Irgendwie gewinnbringende verkaufen. Aha, okay. Alle schlafen. Da ist doch irgendwas, komm schon. Auch Kamok. Voll der Kamok. Tja. Nicht so erfolgreich, ne? Aha. Es ist immer ein Vergnügen, der Oda. Gibt es irgendwelche Aufträge? Ich habe etwas Arbeit für dich. Hier sind die Aufträge: gestohlenes Reliquiar und Hand des Flüchtigen. Ich möchte es jetzt erfahren. Gestohlenes Reliquiar, das tönt nach Magie. Vielleicht finden wir dort Bücher. Kürzlich stürmte eine Bande von Plünderern eine Abtei. Sie ermordeten alle Mönche und räumten den Ort leer. Sie nahmen sogar das Reliquiar mit. Diebstahl von heiligen Gegenständen, das ist ein neuer Tiefpunkt. Doch alte Gewohnheiten sterben für manche Menschen nur schwer aus. Es liegt an dir, sie zu töten. Wir haben diesen Schend ausfindig gemacht. Im Moment lagern sie am Ort Bastion Jormas. Du musst ihnen eine Lektion erteilen. Töte ihren Anführer und bring das Reliquiar zurück. Bist du der Aufgabe gewachsen? Ja, okay, es wird schon schwer sein, aber abgemacht. Gut, dann ist es geklärt. Gib mir deine Karte, ich markiere die richtige Stelle. Komm innerhalb von 4 Tagen zurück, um deine Belohnung anzurufen. Das ist interessant. Das Dankeschön mit dem Alter für Wissen zu führen. Ich werde mit von unten die Stadt zu verdienen. Okay, nichts Interessantes. Also, wir haben endlich den gefunden, der die Quests gibt. Okay, sind wir da unten. Also dann unbedingt schauen, wo das ist. Ja. Einmal rechts, zweimal rechts und dann zweimal hoch. Okay. Ja, Zeit. Das. Ich werde jetzt einfach mal das ausprobieren. Jetzt müssen wir noch kurz was trinken. Jetzt haben wir Debuff. Und jetzt einfach mal probieren, dorthin zu gelangen. Auch wenn wir sterben. Ja, wir müssen zuerst schlafen. Stimmt. Auf Nummer sicher gehen. Okay, wir heilen uns wieder ein bisschen. Irgendwie nach einiger Zeit heilen wir uns sehr schnell wieder. Das ist gut. Was ist eigentlich hier drin? Ich glaube, viel. Ist ein Drink dabei? So. Dann schlafen wir mal 8 Stunden. Nehmen wir das Stundenglas nicht mit, die Pilze. Und das Geld und ich soll so hier rein. So. Ah, okay. Um 8 Uhr machen wir. Ich habe mich selbst unterschätzt. Ja, das ist gut, dass wir momentan so
Offensichtlich sind das. Das macht sehr viel Spaß, einfach so ein bisschen. Motiviert zu sein. Schockresistenz. Ist ja Frostresistenz, dass wir so kalt haben, dass wir nichts mehr aushalten. Scheinbar schon. Ist nicht so gut, wenn wir so im Regen stehen. Ja, sicher. Das ist eine Mega-Blockade. Ach man. Weg damit. Nichts gut scheinbar. Ey, gibt's das? Unglaublich, wie viele Wölfe. Okay. Aber irgendwie ist es hier ein bisschen safer. Okay. Bitterklee. Okay. Das ist sehr wichtig. Okay, hier ist ein Weg, aber wir gehen nicht den Weg entlang. Ja. Den Wölfen ein bisschen ausweichen. Also sobald wir Wölfe finden, sofort umkehren. Das sind sehr viele. So, und jetzt nach oben. Sollte dann die Abtei kommen. Hallo? Doch drauf geklickt. Okay. Sehr gut. Und jetzt noch einen, oder? Okay, Banditen. Keine Grund zur Sorge. Ah, das ist einfach Optimismus. Könnte schwer werden. Aber so haben Wildschweine Angst vor Menschen. Also eigentlich haben sie nicht Angst. Sie werden einfach aggressiv, wenn man in die Nähe geht. Ja, okay, schon ein bisschen Angst, wenn man recht laut ist. Okay, Stufe 2. Wichtig. Sehr wichtig in den Lob. Ja, da oben. Unbedingt Vitalität. Weil es Energie auch gibt. Machen wir alles auf Vitalität zuerst einmal. Und endlich den Strahl. Und dann unbedingt noch ja. Ja, unbedingt entzünden das nächste Mal. Der Strahl haben wir. Ah ja, hier das Erleiden von Feuerschaden. Ja, das nicht nehmen. Hä? Ich weiß nicht, Meteorit ist irgendwie so ein bisschen schlecht, habe ich das Gefühl noch. Jetzt können wir den Meteoritenhagel noch nehmen. Was ist hier die Abtei? Also eigentlich bin ich ja richtig gelaufen, oder? Schachtel und Pfefferminz. Bitterclay war doch noch gut. Also ich weiß, dass Bitterclay eine echte Heilwurzel ist, glaube ich. Klette. Okay, mal essen und trinken. Okay, irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt, dass das jetzt nicht kommt. Zwei rüber. Drei hoch, also müsste eigentlich hier links sein jetzt.
Vielleicht sind wir eins zu weit gegangen. Ich weiß es nicht mehr, aber nein, eigentlich nicht. Was ist Otemen? Kenne ich gar nicht. Ist eigentlich ziemlich gut wegen Energieregeneration. Ja, Gesundheitsregeneration. Okay. Minz noch mitnehmen. So langsam sollten wir. Wieso? Wieso ist die Hitbox so scheiße? Hey, wieso ist das so schnell? Ja, ja. Jo. Okay. Verstanden. Bitte Stück Scheiße. Ja, puh. Anyway, leider. Hallo. Was ist das für ein mega Vieh? Gibt's sich ein gutes Vieh. Okay. Der schläft noch. Wenn wir nicht casten können. Wieso brennt der auch nicht? Was ist denn das für ein Vieh? So ein hochleveliges Gebiet. Okay. Können wir eigentlich genug Mana in das erledigen? So. Ja, ja, schon viel zu viel. Inventar. Hauptsache, wir haben ein bisschen Heilung und so. Nein, ich wollte das nicht. So, scheinbar findet man die Abtei einfach nicht. Ja, kein Bock auf uns. Wie groß bist du? Boah. Ace Slade. Ah, ist ein Elch. Deshalb. Aber ich finde die Abtei leider nicht. Die muss doch jetzt hier sein. Genau hier muss sie sein, oder? Ja, wir müssen unbedingt leveln, bevor wir die Aufträge machen. Da läuft leider ein Teil. Das ist doch die Abtei. Das muss sie sein. Okay. Gucken kurz. Ganz leise sein. Oh, ich... Ah. Bin unter Druck. Ja, sicher. Wieso sind die so schnell? Wieso zünden wir nichts an? Also, das Spiel ist einfach nicht ausbalanciert. Du kannst ja machen, was du willst. Aber... Das geht einfach nicht. Du kannst so etwas einfach nicht programmieren. Das macht auch keinen Spaß. Wieso bekommt man nicht Quests für unser Level über? Für unseren
Wissensstand. Aber ja, für was machst du diese Quest denn? Wenn du sowieso, ja, stirbst. Also, wir wissen's, die Quests können wir noch nicht erledigen. Gut. Aber muss das sein, echt? Soll ich durch den Eich? So. Wir machen das so, wir locken die jetzt mal ein bisschen durch den Stand. Wieso sind die so schwer, so schnell? Das macht keinen Sinn. Okay. Stufe 2 wieder. Sag nicht, das hat jetzt wieder nicht gespeichert. Wir haben doch vor dem Ding gespeichert. So dumm, ey. Das sollte einfach anders gemacht werden. Das Spiel muss anders gemacht werden. Das ist für mich auch noch nicht so gut. Also, es ist schon gut. Aber mega unfertig. Ja, wieso nicht? Der erledigt mich einfach nur. Also gut. Nächstes Mal geht's weiter. Mit ein bisschen leichteren Sachen. Bis dann. Tschüss.